Wir gehen davon aus, dass es ein sehr schnelles Auto sein wird. Wir hoffen, dass es uns erneut zum Sieg verhelfen wird. Aber ja, wissen tun wir es dann erst, wenn die Zielflagge in Le Mans gefallen ist. Wir sind überzeugt davon, dass wir ein sehr effizientes und sicherlich auch ein Auto auf die Beine gestellt hat mit hohem Potenzial. LED-Licht ist aggressiv, ist die Augenneuentwicklung, das ist Voll-LED-Lichter, also 5 LED-Lichter pro Seite. Und das ist natürlich, was ist ganz, ganz neu, das spart Gewicht, aber auf der anderen Seite ist es stärker und besser. Er sieht böse aus von vorne, ich hoffe allerdings, dass die Konkurrenten öfter das Heck sehen, ja.